Du hast Naturlocken und gefärbte Haare und plötzlich stellst du fest, dass die normalen Tipps für naturbelassene Haare nicht mehr so richtig funktionieren. Dann wird es jetzt Zeit für ein paar neue Tipps für gefärbte Naturlocken. Natürliche Locken und chemische Prozesse, das passt nicht so wirklich gut zusammen. Das ist nicht unbedingt eine Liebeshochzeit. Aber es gibt natürlich genügend Gründe, warum man sich auch mit lockigen Haaren die Haare färben lässt oder sie selber färbt. Zum Beispiel, wenn man mit seiner natürlichen Farbe unzufrieden ist. Um auffälliger zu wirken oder den eigenen Typ zu unterstreichen oder weil man einfach mal Lust auf eine neue Farbe hat. Ihr könnt ja schließlich mit euren Haaren machen, was ihr wollt. Locken sind aber in jeder Hinsicht besonders und das auch beim Färben. Denn lockige Haare nehmen Chemikalien stärker auf als glatte Haare, weil die Haaroberfläche, die Schuppenschicht, ein kleines bisschen geöffneter ist als bei glatten Haaren. Außerdem neigen Locken zu einer stärkeren Porosität, also reißen schneller, um das mal salopp zu formulieren. Und sie haben auch weniger Feuchtigkeit, 8% gegenüber bis zu 12% bei glatten Haaren. Das alles führt dazu, dass Locken viel länger brauchen, um sich von chemischen Schäden zu erholen. Sie sind dann eben nicht mehr sehr schön lockig, voluminös und definiert fallen, sondern irgendwie kraus und wabbelig und frissig und einfach nicht mehr schön aussehen. Darum sollte man beim Färben von Naturlocken so ein bisschen was beachten. Aber kommen wir erst einmal dazu, was ihr selber tun könnt, um eure Naturlocken perfekt auf eine chemische Färbung vorzubereiten. Es gibt einen großen Unterschied, ob eure Locken mit ausreichend Feuchtigkeit, Stärke und Sprungkraft ausgestattet sind oder eher ein bisschen trocken, ein bisschen brüchig und ein bisschen anfälliger für Friss und Umwelteinflüsse sind. Daher ist beim Haarefärben für Locken auch Vorbereitung das A und O. Wenn ihr nun schon seit längerem die Tipps der Curly Girl Methode benutzt oder davon abweichende Tipps und darauf achtet, dass eure Haare mit Feuchtigkeit versorgt sind und ihr kein sofathaltiges Shampoo benutzt und auf Silikone, Weichmacher, filmbildende Stoffe etc. verzichtet und eigentlich mit euren Locken zufrieden seid, dann macht ihr schon alles richtig. Wenn ihr es noch nicht tut, solltet ihr mindestens 6 Wochen, bevor ihr daran denkt, eure Haare zu färben, das tun. Und zwar verzichtet auf allererst auf silikonhaltige Produkte, denn diese legen ein Film um die Locken drumherum und erschweren das Eindringen der Haarfarbe, so dass es nötig ist, mit viel, viel mehr aggressiver Chemie heranzugehen, als wir das eigentlich müssten. Außerdem solltet ihr bis zu 6 Wochen vorher darauf achten, dass ihr kein sulfathaltiges Shampoo benutzt, also ein Shampoo ohne Sulfate. Sulfate sind per se nichts Schlechtes, aber Sulfate trocknen lockige Haare viel, viel mehr aus als glatte Haare. Und wie ich schon sagte, wir wollen ja, dass unsere Locken vor dem Färbeprozess nach Möglichkeit viel Feuchtigkeit haben. Regelmäßig Conditioner benutzen ist jetzt kein Fachtipp, aber was ich euch noch raten würde, ist, bevor die Locken trocken sind, also im feuchten Zustand, nochmal eine Tic-Tac-große Menge oder vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie stark eure Haare da sind, das wisst ihr besser als ich. Jedenfalls eine kleine Menge von Conditioner nochmal in die Längen und Spitzen so ein bisschen reinkneten, damit die auch immer schön mit Feuchtigkeit versorgt werden. Den nicht ausspülen, sondern einfach drin lassen. Dann die Haare trocknen und eventuell hinterher noch mit einem Balsam, mit einer Lockencreme, mit einer Haarbutter oder einem anderen Lockenprodukt für hinterher stylen. Worauf ihr auf jeden Fall verzichten solltet, ist Haaröl bei Locken. Viele Haaröle, die man kauft in der Drogerie oder beim Friseur, sind silikonhaltig und legen einen starken Film um die Haare drumherum. Schon so ein bisschen raus. Bei den Produkten würde ich euch empfehlen, dass ihr am besten auf Produkte aus der Naturkosmetik greift, die für Locken geeignet sind und vor allem die für Feuchtigkeit geeignet sind. Das Färben. Wenn ihr es beim Friseur macht, dann sprecht es vorher ab, dass die Haarfarbe so soft wie nur möglich ausgewählt wird. Also mit dem schwächsten Oxidanten, der zum Farbergebnis führt. Da kommen wir schon mal zur nächsten Sache. Das schließt schon mal starke Hellerfärbungen aus. Also wenn ihr nun relativ dunkelbraune Haare habt und ihr wollt schönes, kühles Platinblond haben, dann müsst ihr euch entscheiden. Entweder schöne, kühle, blonde Haare, wobei das sehr, sehr schwierig ist, oder Naturlocken. Beides geht nicht. Daher empfehle ich euch, beim Färben von Locken bleibt in dem Bereich von so 1 oder 2 Farbtöne von eurem Naturton entweder heller oder entweder dunkler. Außer ihr wollt eure grauen Haare kaschieren, dann nicht. Meiner Meinung nach ist es auch kontraproduktiv, wenn man Locken global so ansatzfärbt, wie man es bei glatten Haaren macht. Da Locken ja immer so ein bisschen Spiel haben, so ein bisschen Lichtspiel haben und Locken, auch wenn sie alles einen Farbton haben, immer unterschiedlich wirken. Und ich finde, das kann man aufnehmen und mit diesen Lichteinflüssen kann man spielen. So, dass man zum Beispiel verschiedene Farbtöne nimmt, die entweder eine Nuance heller oder eine Nuance dunkler sind als der Naturton.
ein paar Haare im Naturton noch dabei lässt, dann sieht es nicht so stark plakativ gefärbt aus. Die Locken wirken lebendig und die Ansätze sind nicht so plakativ balkenartig, wenn sie wieder nachwachsen. Beim Färben für Locken ist auch noch ganz wichtig, dass man vorher genau schaut, wie fallen die Locken natürlich und wie wollt ihr die Locken auch tragen. Denn das ist so der Hauptaugenmerk, darauf sollte alles gelenkt sein. Es bringt nichts, wenn ihr einfach nach Schema F die Haare irgendwie einfärbt, sondern es muss schon genau zu sehen sein, welche Partien sind irgendwie im Vorderbereich, an den Seiten und sowas. Wie fällt es sich zum Licht, wie werden die Locken getragen? Darauf sollte man bei Locken viel, viel mehr eingehen, weil ja Locken hinterher nicht mehr so exzessiv gestylt werden wie glatte Haare beispielsweise, wo man ja durch Styling noch eine ganze Menge kaschieren soll. Bei Locken ist es ja eher so, dass man versucht, sie so zu tragen, wie sie natürlich sind, oder das so ein bisschen zu unterstreichen. Daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man schon beim Haarefärben darauf achtet, wie später die Locken fallen, wie die Frisur dann ist. Daher macht es auch viel mehr Sinn, mit Freihandtechniken zu arbeiten, als jetzt die Strähnen in Folie zu packen oder klassische Foliensträhnen zu machen, wenn man so ein paar Akzente setzen möchte. Daher sind beispielsweise Strähnentechniken wie das mittlerweile auch sogenannte Curlyage, also die Curly-Version, also die Locken-Version von der berühmten Balayage-Methode, eine sehr schöne Sache, wie ich finde. Der nächste Vorteil dabei ist dann auch, wenn man nur einzelne Passés der Locken einfärbt, dass nicht alle Locken eingefärbt werden. Also nicht die chemische Belastung ist dann nicht auf allen Haaren, sondern man nimmt sich Passés raus, die im Blickfang sind und die wo schön in der Frisur hineinfällt. Und man lässt immer noch ein bisschen Platz, sodass es auch Haarpartien gibt, die nicht komplett damit eingefärbt werden. Das sieht beim Rauswachsen schöner aus, das sieht generell, wenn man es sieht, schöner aus. Das ist schonender für die Haare und hat eigentlich auch nur Vorteile. Und der Friseur sieht auch gleich, wie was irgendwie fällt. Eigentlich nur eine Win-Win-Win-Situation, wenn ihr mich fragt. Beim Nachfärben habt ihr als Naturlockenträger sowieso nur Vorteile. Locken fallen ja nicht so glatt am Ansatz und offenbaren das Geheimnis des nachwachsenden Ansatzes nicht so schnell wie glatte oder feine Haare. Daher würde ich euch auch immer raten, beim Nachfärben mindestens 6 Wochen, wenn ihr könnt, sogar 8 oder 10 Wochen Zeit zu lassen, damit halt eben die Locken auch nicht so regelmäßig chemisch belastet werden. Und ganz ehrlich, nach 6 Wochen sehen es Fachleute, wenn man genau hinguckt. Nach 8 Wochen sieht es vielleicht auch jemand, der ganz genau hinguckt. Aber heutzutage laufen die Leute doch eh mit dem Smartphone die ganze Zeit durch die Gegend. Wer soll euch da auf die Haare drauf schauen? Und dafür nicht ganz so viel chemische Belastung als ständig das Nachfärben. Auch wenn das für uns Friseure nicht unbedingt jetzt finanziell von Vorteil ist, wenn ihr weniger häufig zum Friseur geht. Welche Produkte braucht man denn jetzt eigentlich, wenn man lockige Haare hat und gefärbte Haare? Das ist gar nicht so schwierig. Ihr könnt im Prinzip die Produkte benutzen, die ihr auch vorher für eure Lockenroutine benutzt habt. Denn gefärbte lockige Haare und nicht gefärbte lockige Haare brauchen beide das gleiche: Feuchtigkeit. Und zwar viel Feuchtigkeit. Ihr solltet auf Silikone verzichten, auf sulfathaltige Shampoos verzichten und auch auf Produkte, die speziell für chemisch gefärbte Haare sind, würde ich auch verzichten. Also Plex-Produkte wie Olaplex oder die Olaplex-Alternativen, ja, die es aus der Drogerie gibt. Für gefärbte lockige Haare sind die nicht zu empfehlen, weil da eben zu viele filmbildende Stoffe sind, die das Haar glatt, geschmeidig machen. Und das wollen wir bei Locken nicht. Zudem brauchen Locken auch mehr Feuchtigkeit, auch wenn sie gefärbt sind, als Proteine sowie Keratin. Also Produkte mit Keratin und Produkte für gefärbte Haare mit filmbildenden Stoffen und Silikonen am besten vermeiden. Am besten, ihr benutzt eure Lockenpflege, die viel Feuchtigkeit spendet, die ihr schon vorher gemacht habt. Wenn ihr noch nicht genau wisst, welche Produkte das sein könnte, ich habe schon ein, zwei Videos gemacht zu Shampoos für lockige Haare und auch Pflegeprodukte, Haarkronen etc. für lockige Haare. Schaut gerne da mal rein. Bei Shampoos ist es auch noch wichtig, dass ihr darauf achtet, dass die Shampoos eine milde Waschkraft haben. Im Englischen auch Low Poo genannt, dass sie nicht so stark reinigend sind. Und auch hier gilt wieder hinterher, wenn ihr sie stylen wollt oder so, benutzt Lockencremes, Haarbutter und keine Öle. Auch wenn sie gefärbt sind, keine Öle. Es gibt auch noch die Möglichkeit, Locken zu färben, ohne dass sie chemisch geschädigt sind. Und das Ganze nennt sich Pflanzenhaarfarbe, was oftmals auch als Henna-Haarfarbe bezeichnet wird, was meiner Meinung nach aber die falsche Bezeichnung dafür ist, da es da viel, viel mehr Töne als nur Henna gibt. Diese Farben sind komplett ohne Chemie und verändern auch die Haarstruktur nicht. Beziehungsweise ganz im Gegenteil, sie bauen sogar die Haare auf, sie wirken ähnlich wie eine Haarkur. Darum sind sie für lockige Haare überhaupt gar kein Problem. Außerdem ist Pflanzenhaarfarbe auch sehr einfach in der Anwendung, wenn ihr beispielsweise eure Haare selber färben möchtet. Wieder der nächste große Vorteil von Pflanzenfarbe ist, dass auch wenn ihr die Haare einfach nur global damit einfärbt, also überall die Farbe gleichmäßig raufklatscht, gibt es immer noch natürliche Nuancen und natürliche Unterschiede, dass auch die Farbe dann nicht ja, sehr plakativ wirkt, sondern immer noch natürlich, je nachdem, was schon eure Voraussetzungen ist, wie euer Grundton ist, was ihr halt mitbringt. Alles, was ihr dafür braucht, ist natürlich die Farbe, eine Schüssel, ein Pinsel, ein Umhang, ein Handtuch, heißes 70 Grad heißes Wasser.
und man kann eigentlich da gar nicht so viel verkehrt machen. Der Nachteil von Pflanzenhaarfarben ist, dass wir nicht die ganze Bandbreite von Haartönen haben. Wenn ihr schon relativ dunkle Haare habt, dann ist es nicht möglich, damit heller zu färben. Und auch knallige Töne, wie zum Beispiel knalliges Blau oder knalliges Grün oder so, sind damit sehr schwer einfärbbar. Da bei Pflanzenhaarfarben kein chemischer Oxidant oder Ammoniak oder sonst irgendwie was zum Einsatz kommt, finde ich, ist es sehr gut für Locken geeignet. Wenn ihr gerne mal möchtet, dass ich zum Thema Pflanzenhaarfarbe, Tipps oder sowas alles mal ein Video mache, schreibt mir es gerne mal unten in die Kommentare. Und nun würde mich an der Stelle mal interessieren, was sind denn eure Erfahrungen beim Thema Haare färben und Naturlocken? Was habt ihr noch für Tipps, die ich hier nicht genannt habe, die ihr meiner Meinung, die ihr meint, unbedingt mal weiterzugeben? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.